endlich soweit. Wir stehen gerade vorm Kino International, wo in wenigen Minuten das große Bundesfinale 2017 von Jung präsentiert stattfinden wird. Dabei treten die 6 besten Präsentationen zum Thema Bewegung gegeneinander an. Willkommen hier im Kino International zum Bundesfinale Jugend präsentiert 2017. Schön, dass ihr alle da seid. Einen großen Applaus für euch alle bitte einmal. Schön, dass ihr da seid, auch in diesem Jahr wieder. Ihr habt letztes Jahr gewonnen. Habt ihr denn für unsere Finalisten noch letzte Tipps? Ja, einfach alles ausblenden, sich hinstellen und sein Ding machen, weil es ist toll, das ist eine einmalige Chance und ja, es genießen. Dive into the sunset, and those Der Wettbewerb wächst ja von Jahr zu Jahr. Also als ich noch teilgenommen habe, waren es ja 600 Teilnehmer. Dieses Jahr sind es 1200 Teilnehmer. Wie viele sollen es denn noch werden? Naja, generell würden wir uns natürlich freuen, wenn es immer noch viel mehr werden würden. Der Name Jugend präsentiert ist auch so ein bisschen mit Absicht so gewählt und soll natürlich auch Anklang finden bei den anderen großen Wettbewerben. Jugend forscht, Jugend debattiert. Also wir können noch ein bisschen wachsen und freuen uns über jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin. Die 6 Teams, die jetzt hier auf der Bühne stehen, das ist am Ende eine so dünne und so knappe Entscheidung, aber irgendwann musste man sich für 6 entscheiden. Und wenn wir es schaffen zu beweisen, dass das hier eine Parabel ist, und jetzt würde ich Sie bitten, ganz genau aufzupassen. Aber in diesem Wettkampf ist einer noch weiter gesprungen. Er da nämlich. Es heißt also menschliches Bein versus technische Prothese. Hey, und wenn Sie sich jetzt denken, die hier vorne, die hat komplett den Knall. Eiszeit und Erwärmung, wie passt denn das zusammen? Und, was siehst du? Um das zu verstehen, müssen wir erst einmal die Richtung des Drehimpulses festlegen. Lassen wir doch mal solch ein Zeta auf eine Oberfläche treffen. Ganz glatt auf die Oberfläche und zieht sie nach hinten, so wie ich das gerade mache. Dieser Wurzeldruck pumpt das Wasser aus dem Boden bis zum Stamm. Du musst nochmal genauer hinschauen auf die verschieden hohen Wasserpegel. Jetzt sehe ich es auch. Und das waren unsere 6 Präsentationen im Finale des diesjährigen Bundeswettbewerbs. Ihr zieht euch jetzt ein wenig zurück, liebe Jury. Geht mal in euch. Und dann möchten wir 6 erste Preise sehen, wenn ihr wiederkommt. Das wäre so der Optimalfall. Wir haben ja in diesem Jahr über 1000 Teilnehmerinnen bei Jugend präsentiert gehabt. Das sind jetzt die 6 besten von den 1000. Und deshalb haben wir uns sehr, sehr schwer getan. Und der erste Preis, den ich vergeben darf, ist der Publikumspreis. Und jetzt schauen wir mal, wer den bekommt. Alles es klar. Ist Lee Sauer. Platz 3 geht als Alexander Speck, der perfekte Wurf. Herzlichen Glückwunsch. Der 2. Platz geht an Lee Sauer. Also Platz 1 geht an Pauline Kowalczyk. Zweitplatzierter und hast sogar den Publikumspreis bekommen. Das ist natürlich eine sehr große Ehre. Wie fühlt es sich an? Ja, also es fühlt sich natürlich sehr gut an. Vor allem, also ich gönne es erstmal der Pauline vor allem von Herzen, dass sie den ersten gewonnen hat. Sie hat das wirklich gut gemacht und ich bin auch vollkommen zufrieden mit meiner Leistung. Also ich denke, jeder ist zufrieden und es fühlt sich einfach gut an. Und man hat so viel gelernt bei Jugend präsentiert generell. Also ich bin einfach überglücklich. Also du hast es geschafft, du bist Erstplatzierte von Jugend präsentiert 2017. Wie fühlt es sich an? Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, weil man hat so viel reingesteckt, so viel Energie, so viel Power und dass man es tatsächlich dann geschafft hat, ist einfach unglaublich.